Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Für eine starke Gesundheit und demzufolge auch für ein starkes Immunsystem ist eine wichtige Säule eine gute Ernährung. Es gibt ja auf meinem Kanal hunderte Videos zum Thema gesunde Ernährung. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ihr 100% vegan, 100% Rohkost essen sollt. Es geht darum, wirklich hochwertige Nahrung zu sich zu nehmen, am besten aus ökologischem Anbau oder selber anbauen, am besten auch nährstoffreiche Nahrung, Sprossen, Wildkräuter, auch Mikroalgen, die sind auch sehr nährstoffreich. Es geht darum, mäßig zu essen, die Lebensmittel gut zu kombinieren. Und wenn ihr euch mal im Supermarkt umschaut, ich habe dazu auch schon einige Videos gemacht, dann seht ihr, dass der Supermarkt vor allem Fertigprodukte, also Industriekost, anbietet. 90%, 95% der angebotenen Produkte im Supermarkt sind Fertigprodukte. Und Fertigprodukte, die gab es bis vor 150, 200 Jahren überhaupt nicht. Also die Menschheit hat sich die größte Zeit ihres Bestehens von natürlicher Nahrung ernährt. Pflanzlich, tierisch, aber nicht von Fertigprodukten. Und schaut euch mal die Zivilisationskrankheiten an, die wir jetzt haben. Wir haben jetzt Krankheiten ausgemerzt, die es früher gab, an denen früher Menschen gestorben sind, dafür haben Zivilisationskrankheiten zugenommen, wie Krebs und Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, woran eben auch viele Menschen sterben. Und diese Krankheiten kommen vor allem auch durch eine ungesunde Ernährung. Die meisten Menschen haben in ihrem Einkaufskorb Fertigprodukte, zu einem großen Teil, obwohl es im Supermarkt auch Obst und Gemüse, grünes Blattgemüse und teilweise sogar abgepackte Sprossen gibt. Aber meistens landen Fertigprodukte im Einkaufskorb. Auch Brot gehört zu den Fertigprodukten und auch Nudeln ist zum Beispiel ein Fertigprodukt. Aber echte, hochwertige, frische Lebensmittel landen immer weniger bei den Menschen auf dem Tisch. Industrienahrung besteht aus billigen Rohstoffen und sie ist oft zu süß, zu fettig oder zu salzig und enthält auch viele Zusatzstoffe, die es in der natürlichen Nahrung, also in natürlichen Lebensmitteln überhaupt nicht gibt. Künstliche Aromen, Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker und noch ganz, ganz viele andere Stoffe. Müsst ihr euch mal so ein Fertigprodukt hernehmen und schauen, aus was dieses Fertigprodukt alles besteht, und da werdet ihr auch Zutaten finden auf der Zutatenliste, die ihr euch gar nicht herleiten könnt, wo ihr gar nicht wisst, was ist denn daran natürlich. Also ich plädiere auf alle Fälle dafür, wieder zurück zur natürlichen Ernährung, zu ökologisch angebauten Lebensmitteln, dass ein Großteil der Nahrung wirklich aus selbst angebautem Gemüse besteht oder aus grünem Blattgemüse, aus Obst, aus Sprossen, aus Wildpflanzen. Und wer nicht vegan leben mag, der konsumiert dann eben auch einen Teil tierische Produkte, aber achtet immer darauf, dass es auf keinen Fall aus der Massentierhaltung kommt. Es gibt schon einige Videos hier auf diesem Kanal, wo ich euch einen kleinen Einblick in unser Vorratsregal gewähre. Da lagere ich unser Obst und Gemüse und grüne Pulver. Dann habe ich ganz viele Gläser mit Trockenfrüchten, mit Nüssen, mit Kernen, mit Saaten, mit Samen. Ich habe auch in verschiedenen Gläsern Zutaten. Die verwende ich für ein selbstgemachtes glutenfreies Brot. Das backe ich so ein- bis zweimal die Woche. Ich bereite aber auch sehr gerne herzhafte und süße Snacks für meine Jungs, für mich oder für Freunde zu. Darum soll es heute in diesem Video gehen. Ich zeige euch Inspirationen für herzhafte und süße Snacks. So kann man sich die Fertigprodukte, die Industrienahrung aus dem Supermarkt sparen. Los geht's! Hier auf diesem Tisch befinden sich gerade alle Gläser mit selbstgemachtem Inhalt und ich möchte gern mit euch da einfach mal darüber gehen. Entweder habe ich frisches Obst und Gemüse verwendet, um es durch Trocknen oder Zubereiten länger haltbar zu machen, oder ich verwende Trockenfrüchte, Nüsse und einige andere Zutaten, um gesündere, süße Snacks für meine Jungs oder Freunde zuzubereiten. Hier in diesem großen Glas befinden sich Leinsamencracker, die sind sehr lange haltbar. Dafür habe ich zum Beispiel frische Paprika, frischen Lauch verwendet und auch Möhrentrester. Das ist der Rückstand, der entsteht, wenn ich mir zum Beispiel einen Möhrensaft presse. Auf meinem Kanal gibt es schon ein Rezeptvideo zu diesen Leinsamencracker, das verlinke ich oben in den Infokarten, beziehungsweise gibt es auf meinem Blog auch schon einen Blogartikel. Den Artikel mit dem Rezept findet ihr unter diesem Video beziehungsweise im ersten angepinnten Kommentar. Weiter geht's mit Grünkohl. Das ist einfach purer getrockneter Grünkohl ohne Marinade. Mir schmeckt dieser getrocknete Grünkohl auch so sehr gut und man kann auch diesen Grünkohl zu Pulver vermahlen und dann für verschiedene Gerichte verwenden. Hier in diesem kleineren Glas befindet sich Palmkohl und Grünkohl, diesmal mit Marinade. Das ist also ein würziger Snack.
eine gesündere Alternative zu Kartoffelchips. Das ist auch ein würziger Snack, dafür können wir ein regionales Gemüse verwenden. Das sind panierte Zwiebelringe in Rohkostqualität. Das Rezept dazu findet ihr auch schon hier auf meinem Kanal. Ich verlinke es oben in den Infokarten. Dann haben wir hier noch getrocknete Paprika, die kann man dann auch zu Pulver vermahlen. Dann getrocknete Bananen in verschiedenen Formen, einmal in Scheiben und einmal in länglichen Stücken. Hier links seht ihr Pulver aus Zwiebel, Knoblauch und Lauch. Dann hatte ich im Herbst ganz viele reife kleine Tomaten, die habe ich in Scheiben geschnitten und auch getrocknet. So sind sie länger haltbar. Hier in diesem kleinen Glas seht ihr angekeimten Quinoa, den ich dann wieder getrocknet habe. Das ist eine der Lieblingsschokoladen meines Jüngsten, besteht aus nur ganz wenigen Zutaten. Das ist eine Pfefferminzschokolade. Das ist Gomasio. Dafür röste ich Sesam und mixe das Ganze mit etwas Salz. Das ist zum Beispiel ein Würzmittel, was mein 15-Jähriger sehr liebt und sich hin und wieder über seinen Salat streut. Dann getrocknete Apfelstücke, so kann man eben auch Äpfel lange haltbar machen. Das sind die angekeimten und getrockneten Sonnenblumenkerne, die ich gern für glutenfreies Brot verwende. Und hier die angekeimten und getrockneten Buchweizenkeimlinge, die man auch wunderbar für einen glutenfreien veganen Kuchen verwenden kann. Also man kann den Buchweizen einfach fein mahlen und dann so ähnlich wie Mehl verwenden. Weiter geht's mit einer weißen Schokolade. Die ist jetzt nicht wirklich weiß. Darin befindet sich unter anderem fermentierte Chlorella und Yacon-Sirup und dadurch wirkt die weiße Schokolade etwas dunkler, aber definitiv eine gesündere Alternative zu allen gekauften Schokoladen. Weiter geht's mit Schokolade. Das ist eine Cashew-Nuss-Schokolade und die habe ich auch mit Yacon-Sirup gesüßt. Das sind Energiebällchen, Schoko-Walnuss-Energiebällchen. Da kommt auch bald ein Rezept dazu. Das ist ein herzhafter Snack auf Basis von jungem Trinkkokosnussfleisch. Da ist noch Knoblauch dabei, Paprikapulver und Ingwerpulver. Dazu gibt es auch schon ein Rezept hier auf diesem Kanal, das verlinke ich euch oben in den Infokarten. Das ist Fruchtleder bzw. Fruchtnaschi. Den ersten Begriff darf man ja eigentlich gar nicht verwenden, weil der patentiert ist. Also sage ich Fruchtnaschi dazu. Besteht einfach nur aus Bananen, Kakao und Vanille oder manchmal Zimt oder Kardamom. Zu Weihnachten verwende ich auch gern ein Lebkuchengewürz und man kann diese Art Fruchtnaschi auch mit Beeren zubereiten, also Bananen und Himbeeren, Bananen und Heidelbeeren, dann immer noch ein Gewürz oder wenn die Beeren ein bisschen zu sauer sind, dann einfach mehr reife Bananen oder Datteln. Also da habe ich auch schon ganz viel experimentiert in den letzten Jahren und so kann man zum Beispiel reife Bananen auch ganz gut lange haltbar machen. Weiter geht's mit Schokolade. Das ist eine Karob-Schokolade mit gefriergetrockneten Erdbeerstücken. Das Rezept dazu gibt es auf meinem Blog, das findet ihr unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Weiter geht's mit Energiebällchen, ganz einfaches Rezept, Cashewnüsse, grüne Rosinen und Vanille. Noch ein paar Energiebällchen, auch ein ganz einfaches Rezept, Datteln, Kokosraspel, Vanille. Alternativ kann man die Vanille auch durch frisch geraspelten Ingwer ersetzen. Dann habe ich hier noch ein paar getrocknete Sprossen, da haben wir einmal hier Braunhirse. Boxhornklee, auch sehr würzig, kann man schön fein mahlen und damit verschiedene Speisen würzen. Und hier Senf, das ist dann ein schön scharfes Pulver, wenn man den Senf dann noch mahlen möchte. Noch ein selbstgemachtes Pulver, das ist Selleriesalz. Dazu gibt es auch schon ein Video hier auf diesem Kanal, das verlinke ich oben in den Infokarten. Als letztes fantastisches Schokoknusper, verschiedene Sorten, einmal mit grünen Rosinen und einmal ohne Rosinen. Die Basis sind Mandeln, Walnüsse, getrocknete Buchweizensprossen, Hanfsamen oder mache ich selber eine Schokolade aus Kakaobutter, Kakaomasse, ein bisschen Karob, ein bisschen Kakaopulver und ein Süßungsmittel. Das ist zum Beispiel eine selbstgemachte Süßigkeit, die meine beiden Jungs sehr, sehr gerne knuspern. Fast noch was vergessen, gefüllte Datteln bereite ich auch gern zu. Das sind Medjool-Datteln und darin befindet sich eine Paste aus feingemahlenen Pistazien, Vanille und Yacon-Sirup. Das sind die Maulbeeren von Jurassic Food. Wir haben in den letzten Jahren verschiedene Trockenfrüchte probiert, auch Maulbeeren von verschiedenen Anbietern
Und wir stellen fest, dass Jurassic Fruit die besten Maulbeeren anbietet, schön weich und ein wunderbares honigsüßes Aroma. Trockenfrüchte und Nüsse bestellen wir meistens bei Jurassic Fruit, die haben dann auch noch Rohkostqualität oder bei Süß und Clever. Für Erstbesteller gibt es bei beiden auch einen kleinen Rabatt. Ihr findet die Links zu Süß und Clever und Jurassic Fruit unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar und für alle Erstbesteller auch die dazugehörigen Rabattcodes. Zu einigen der gezeigten süßen und herzhaften Snacks gibt es auch Rezepte auf meinem Blog. Die verlinke ich euch auch alle unter diesem Video bzw. findet ihr die Rezepte im ersten angepinnten Kommentar. Wer sich generell fürs gesunde Dürren interessiert, Dürren in Rohkostqualität, dann kann ich euch mein E-Book Dürren leicht gemacht empfehlen. Das findet ihr auch unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Das war's wieder von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ihr konntet einige Inspirationen daraus mitnehmen. Gerne eure Gedanken und Meinungen zu diesem Video unter diesem Video lassen. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Genießt in dieser Woche die wunderbare frühlingshafte Sonne. Lasst es euch gut gehen. Bis ganz bald, ihr Lieben.